Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Vor zwei, drei Folgen habe ich den Arsch aufgerissen bekommen. Vom Thronverteidiger und dem Thronwächter. Und der Thronwächter sollte uns besser bekannt sein als Griffith. Ja. Das soll auch nur einmal passieren, denn nun werden wir beide auslöschen. Mit unserem mächtigen Dragon Slayer. Und anderen Dingen, die ich auch nutzen werde. Wir haben jetzt nämlich einen plus 5 Estus Flacker und wir werden diesmal auch verzichten auf einen Riesenring, den brauchen wir nämlich nicht. Ring der Klingen ist eine ganze Ecke nützlicher. Und vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir noch dazu unsere Lebenspunkte erhöhen. Denn die Kanone brauchen wir nicht. Die wird uns hier wenig nützen. So, dann gehen wir nochmal ran. Ein kleines Pitzelchen mehr Lebenspunkte haben wir jetzt. Auf gleich, nein. Das sind so wenig Lebenspunkte. Dann nehme ich lieber die Kanone mit. Und dann natürlich die Fackel. So, ich bin sehr gespannt. Wir sind immer noch im Alter Vorkämpfer. Oh, ja, das habe ich ganz vergessen. Wir sind immer noch im Alter Vorkämpfer. Dementsprechend haben wir immer noch nicht die Möglichkeit, uns Hilfe zu holen von NPC-Phantomen. Wow, das ist auch neu. Ich habe den Ring nicht ausgerüstet. Und trotzdem öffnet sich die Tür hier. Sehr schön. Super From, das gefällt mir. Oh. My journey is already complete. My name is Shanalot. Ah, Shanalot Waifu. The dragon gave me this name, for I was born with a nun. I was born of dragons, contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested. And men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire. She covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. Wie es scheint, ist Nashandra die Königin von Dragon Lake, die einen Frieden über das Land brachte. Einen Frieden so tief wie die Dunkelheit. Offensichtlich ist sie der Endboss dieses Spiels. Des Weiteren haben wir nun erfahren, dass Shanalot ein kreierter Mensch, eine kreierte Muse ist. Vermutlich kreiert durch Aldia, den älteren Bruder von König Vendrick. Geboren wurde sie von den Drachen, vermutlich von einem spezifischen Drachen. Und der Grund dafür war, dass die Drachen, genau wie die Riesen, immun sind gegen den Fluch. Sie können nicht zur Hülle werden. Und jetzt gehen wir rein und hoffentlich rasieren wir den Burschen hier kräftig die Eier. Ah, Schaden, den sie anrichten, ist recht knackig. Der Schaden, den wir anrichten, ist allerdings auch nicht so übel. Heilen wir uns. Hat sich nicht gelohnt, überhaupt nicht gelohnt. Ja, ihr seht, wie oft man hier dodgen muss. Das ist interessant.
So, ich habe Wasteland 2, den Director's Cut, runtergeladen und eben hat man einen Projektilangriff gesehen. Oh Gott. Cannonball! Jetzt geht langsam die Heilung aus hier. Das Problem ist, dass diese dreckige Nutte auch immer wegrollt direkt. Und jetzt kommen sie beide wieder auf die Idee, mich anzugreifen. Auf jeden Fall schauen, dass wir. Okay. So, wir haben eigentlich so viel Zeit, wie wir wollen, solange wir uns nicht treffen lassen. Also solange das hier nicht passiert, denn das wird unseren Tod bedeuten. Langsam wird die Luft dünn. Abermals haben wir hier Besuch bekommen von einem Blitz, der in unsere Fresse flog. So, jetzt ist der Typ gebufft. Das ist schlecht. Okay, wir müssen aufpassen. Hinter uns befindet sich nämlich ein Abgrund. Oh Gott. Bitte nicht sterben. Heilen. Tod und Vernichtung. So, der erste ist tot. Jetzt die zweite dran. Leck mich am Arsch. Okay, einer ist tot. Sie wird jetzt versuchen, ihn wieder zu beleben. Lauf, du dreckige Nudde. Das lass mir nicht zu. Bam! Ja! Wuhu! So, alles klar. Jetzt müssen wir sofort hier raus, denn der nächste Bosskampf startet und wir haben keinen Estus und sind fast tot. Oh, dieser Boss ist so nervig. Leck mich am Arsch. So. Nachdem man den Thronwächter und den Thronverteidiger getötet hat, naja, wir sehen ja, wie viel Leben wir noch für den Endboss gehabt hätten. Nachdem man die beiden Arschgeigen da getötet hat, spawnt eine Chandra. Und nachdem man die tötet, ist das Spiel theoretisch vorbei, aber es gibt noch einen zusätzlichen Endboss. Und den wollen wir natürlich genau wie auch alle anderen optionalen Bosse machen. Wäre völlig bescheuert, wenn wir die ignorieren würden. Aber erstmal lesen wir uns durch, was es genau auf sich hat mit den beiden. Ja, Verteidigern oder Wächtern. Thronverteidiger. Die Seele des Thronverteidigers. Das ist der wuchtige Kerl in dunkler Rüstung mit dem Bart. Der Thron des Königs ist ein Heiligtum und bedarf eines angemessenen Wächters. Ja, halten hier nicht sehr viele Informationen. Und das hier ist der femininere Ritter mit dem kleinen Schild und der weißen Rüstung. Der Thron des Königs ist ein Heiligtum und muss streng bewacht und muss stets streng bewacht werden. Ja, im Grunde erfährt man über die beiden so gut wie gar nichts. Ich denke drüber nach, das hier zu verspeisen, aber ich behalte sie. Dann können wir uns später noch was ansehen. Okay, dann schnappen wir uns den Ring hier wieder, damit wir nicht mehr so aussehen, als hätten wir. Als würden wir grünen Schimmel. Did I mention before that
Well, I'm not from these parts. I was on a journey and somehow ended up here. The desolation here was disenchanting at first, but over time, things started to turn my way. Yeah, I've got a good few regulars now. Ja, wenn man genug Seelen bei ihm ausgibt, dann setzt er sich irgendwann auf den Stuhl und ist ein bisschen optimistischer. Wenn man noch mehr bei ihm ausgibt, dann beginnt er relativ hochmütig zu werden. So, wir können bei ihm Boss-Rüstung kaufen. Unter anderem hier sieht man die Schmelzer-Rüstung, nachdem man den Schmelzer tötet. Hier sieht man die Sünderin-Rüstung, nachdem man die Sünderin tötet. Und hier sieht man die Spiegelritter-Rüstung. Die bekommt man, wenn man den Spiegelritter tötet. Und wir werden auch in Bälde die Rüstung vom Thronverteidiger und Thronwächter dort bekommen. Das haben wir ziemlich gut gemacht. So, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wir reden nochmal mit Shalqua. It seems that we must now part. Why now? I don't see how it should matter. Just because I'm a cat? Genau, nachdem man, ich glaube, das Schloss erreicht hat, sagt sie das hier, wenn ich mich recht entsinne. Wir kaufen hiervon noch ein paar mehr und mehr brauchen wir von ihnen nicht. Wir wollen den Ring hier trotzdem noch haben und auch den Ring. So, okay. Kurze Erläuterung zu den beiden Ringen. Der eine der beiden Ringe, der Namensring, das ist der hier, der verbessert die Möglichkeit, mit anderen Spielern Coop zu betreiben oder auch PvP. Und der Ring hier sorgt dafür, dass wenn ich im Coop gerufen werde als Phantom oder selbst Host bin, dass die meisten Gegner sich eher auf mich konzentrieren. Und dann meinen Partner, meinen Co-Partner oder eben den Host in Frieden lassen. So, in dieser Folge haben wir ein paar Kleinigkeiten gemacht. Wir haben noch einige Seelen hier. Die hauen wir mal in unsere Kondition, so wie wir das gewohnt sind von Gertz. Zack. So, beim nächsten Mal, wir könnten theoretisch das Spiel jetzt durchspielen. Wir könnten jetzt zu Nashandra gehen und würden die totknüppeln, denn Nashandra ist ein extrem einfacher Boss. Die beiden Bastarde eben gehörten schon zu den schwierigsten. Die DLC-Bosse haben noch einige knackige Burschen da, aber das werden wir dann sehen. Ja, wir werden natürlich nicht durchspielen. Wir haben noch alle drei DLCs, wir haben noch sehr viele optionale Sachen. Es gibt bestimmt noch 10 Bosse oder mehr, die wir machen müssen. Und noch vieles anderes. Ja. Adios, Freunde, bis zum nächsten Mal. Und Griffisu!